kurzen Video, wie es jetzt nach dem Fasten aussieht. Also wir haben jetzt den sechsten Tag nach dem Trockenfasten. Wir haben schon wieder 4:30 Uhr morgens. Da wache ich momentan jetzt immer auf, ungefähr. Ja, der Stoffwechsel hat sich jetzt eigentlich schon ziemlich gut angepasst. Ich war gestern auch zum ersten Mal joggen wieder. 6 Kilometer einfach. Und ich habe jetzt ungefähr 4 Monate, war ich am Stück nicht joggen. Ungefähr einmal im Monat. Und was ich da zum Beispiel gemerkt habe, ist, ich brauchte zum ersten Mal in meinem Leben beim Joggen 10 Minuten aufwärmen. Sonst bin ich immer direkt gestartet. Und da brauchte ich dann erst 10 Minuten aufwärmen, dann war ich aber trotzdem wieder so schnell wie vor den 4 Monaten. Also meine normale Geschwindigkeit halt, Grundlagenausdauer 1, beziehungsweise so ein bisschen zügiger als Grundlagenausdauer 1, bei mir so 4:30 Pace. Aber ich bin für den allerersten Lauf trotzdem erstmal 6, 7 Kilometer nur gelaufen. Einfach aus Sicherheit, weil ich nicht übertreiben will direkt am Anfang. Ja, ansonsten dauert das insgesamt doppelt so lange, bis man wieder komplett von dem Trockenfasten sich erholt hat. Also 10 Tage insgesamt, aber ich fühle mich jetzt schon ganz gut, muss ich sagen. Ja, was ich allgemein noch sagen kann zum Trockenfasten, bei mir ist es halt, wie ich auch schon erwähnt hatte in dem Abschlussvideo, nicht ganz optimal verlaufen. Also ich kann wirklich nur empfehlen, wenn man sowas vorhat, und das werden die meisten Zuschauer nicht unbedingt haben, und wie gesagt, empfehle ich das auch generell überhaupt nicht. Aber vielleicht sind die Erfahrungen trotzdem interessant aus irgendeinem anderen Grund. Vielleicht, wenn man auch fern in der Zukunft irgendwie sowas für sich sieht oder so. Auf jeden Fall sollte man auf jeden Fall eine Umgebung haben, die wirklich stressfrei ist auf allen Ebenen. Also ich habe wirklich gemerkt, wie mich das richtig runtergezogen hat. Also mich zieht das so schon extrem runter, dass hier die Mitbewohner sich täglich in die Haare kriegen. Also wirklich täglich und den ganzen Tag auch wirklich. Und das lähmt mich eigentlich schon ziemlich, weil ich so schon relativ sensibel bin. Und beim Trockenfasten war es noch extremer, also habe ich mich richtig kacke gefühlt deswegen. Da habe ich noch nicht komplett gelernt, solche Energien halt, also mich davon abzuschirmen. Aber ich bin eigentlich gerade so ein bisschen dabei, das zu lernen. Immer wieder kann ich das und mal kann ich es nicht. Also ich glaube nicht daran, dass wir dem Ganzen ausgeliefert sind. Ich glaube auch nicht daran, dass wir letztendlich den ganzen Giftstoffen in der Umgebung ausgeliefert sind. Ich denke, dass wir selber selber Fähigkeiten haben, um das zu, ja, ich will nicht sagen umgehen, das hört sich falsch an, aber um das nicht so an sich ranzulassen. Also nicht nur auf energetischer Ebene, sondern auch auf grobstofflicher Ebene, sage ich mal. Ja. Und bei mir ist halt auch nicht optimal gelaufen, dass ich etliche Möbel habe, die mit Chemie behandelt sind und mich vergiften, und besonders auch Kleidung. Also ich wasche ungefähr einmal im Monat oder so und haue dann alles in die Waschmaschine. Und weil ich das so selten mache, habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen, weil ich das früher auch mal so gemacht habe, dass ich da halt Waschmittel reingegeben habe, auch wenn ich deutlich weniger schon genommen habe. Weil wenn ich auf etwas nicht verzichte, versuche ich schon, das deutlich zu reduzieren. Aber da ist mir erstmal bewusst geworden, und das habe ich dann halt auch deutlich explizit gemerkt, während des Trockenfastens, dass mich meine Kleidung extrem, wirklich extrem vergiftet. Also deswegen bin ich auch meistens in meinen Videos mit nacktem Oberkörper, also in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr so oft. Aber davor eigentlich fast immer, weil mir das noch nie gut getan hat. Das habe ich halt gemerkt. Das ist nicht mehr halt bewusst, warum, wegen ganzen Waschmittel, weniger Chemie. Der Körper hat einfach nicht mehr diese Giftpolster an sich, diese Giftspeicher werden dadurch vergiftet. Also ich habe gemerkt, wie mich meine komplette Umwelt vergiftet hat auf allen Ebenen. Auch wenn ich das Fenster nicht aufgelassen habe, das habe ich aber auch so schon. Wenn ich nachts das Fenster nicht offen lasse, dann fühle ich mich morgens wie gerädert wegen den Möbeln und die Chemie in den Möbeln und so weiter. Und auch der ganze Staub, der hier rumliegt. Ich habe sowieso noch Hauptstauballergie, die aber schon deutlich, deutlich besser geworden ist, muss ich sagen. Was hat mich noch vergiftet? Ja, und ja, irgendwann
weiß nicht, hatte ich keine Lust mehr drauf. Also die Zeit nach dem Fasten ist sowieso eine, wie nennt man das? Wie ist das richtige Wort dafür? Eine heiße Phase, sage ich mal. Also es ist halt schon so eine Phase, die, ja, wo man jetzt gerade sehr viel durchgestanden hat, sage ich mal so, und dann erstmal keinen Bock mehr hat und sich was gönnen will oder zurücklehnen will und so weiter, wo man halt noch anfälliger ist und es wahrscheinlich ist, dass die eigene Disziplin zusammenbricht. Also es ist direkt nach dem Fasten wahrscheinlicher. Und da hatte ich dann wirklich keine Lust mehr drauf, dann noch mehr Disziplin anzuwenden, um ja, angemessen zu meditieren, sage ich mal, um dann diese Energien nicht an mich ranzulassen und ja, um diese ganzen Dinge auszuhalten und so weiter. Und da habe ich mich halt doch entschieden, einen Schritt zurückzugehen insgesamt. Und insgesamt habe ich dann versucht, ja, mehr Gemüse zu essen, allgemein mehr zu essen, um sich zu erden. Ist auch ganz gut mit Avocados, ist so eigentlich die erste Quelle. Hat aber für mich nicht ganz gereicht, deswegen bin ich dann zu gekochter Nahrung, habe ich dann zurückgegriffen, auch nach dem Tipp von Antios, obwohl ich mir selber so gesagt habe, dass es mir eigentlich zu anstrengend, sich von dieser ja, von der Heilkrise, von der Hungerheilkrise, die mit der Kochnahrung kommt, wieder zu lösen. Das ist auch sehr anstrengend. Aber ich habe es in dem Moment als sinnvoll empfunden. Ich habe jetzt auch nicht wirklich viel gegessen oder so. Ich habe mir einfach hier so ein bisschen gemacht, also weiß nicht, 200 Gramm oder so. Und dann irgendeine Soße dazu. Und das hat mich dann wirklich sehr gut geerdet, muss ich sagen. Und ja, ich habe aber eigentlich nicht vor, das weiterzuführen. Das habe ich jetzt aber halt einmal gemacht. Jetzt nach den 6 Tagen fand ich das auch in Ordnung für den Stoffwechsel. Da hat er sich eigentlich genügend erholt. Und ja, ich merke auf jeden Fall schon die Schleimstoffe von der Stärke. Aber jetzt, wo ich jetzt auch wieder regelmäßig Sport mache, merke ich auf jeden Fall wieder deutlich, wie mein Körper deutlich besser mit klarkommt. Also dieser ganze Lifestyle, der ist einfach was Ganzheitliches. Ohne Sport, ohne Bewegung, besonders Ausdauersport geht's einfach nicht. Also dadurch kommt erst die Energie, dadurch generieren wir Energie und dadurch erhöhen wir sozusagen unsere Schwingung, auch wenn das für manche komisch sich anhören mag, aber Sport erhöht stark die Eigenfrequenz und das Magnetfeld und dadurch kommen wir dann besser mit Umweltgiften auch klar, mit schlechten Energien und so weiter und das erdet auch einfach insgesamt, also wir kommen insgesamt besser dann mit solchen Umständen klar, deswegen mache ich gerne viel Sport, um gewisse Dinge halt auszugleichen, die in der äußeren Welt sozusagen nicht in Ordnung sind. Und ja, manchmal denke ich sogar, es funktioniert sogar noch besser als Ernährung. Aber es ist eigentlich so, dass der Sport einfach kurzfristig besser funktioniert. Aber wenn man mit der Ernährung extrem konsequent ist und dann halt den Rohkostreinigungsweg so weit voranschreitet, wie einem es das möglich ist, dann ist es langfristig Ernährung auf jeden Fall noch 100-mal mächtiger, sage ich mal. Aber Sport ist schon eine extrem gute Methode, muss ich sagen. Und ja. Was kann ich dazu noch sagen? Ja, also wie gesagt, das hatte ich auch schon mal gesagt und jetzt ist mir die Erkenntnis eigentlich noch stärker gekommen, dass ich mich gar nicht so sehr mit 100% Rohkost eigentlich identifiziere. Das war am Anfang so. Aber im Prinzip ist es halt für mich keine Ernährung, sondern ein Reinigungsweg insgesamt. Und auf diesem Reinigungsweg finde ich es manchmal auch sinnvoll, einen Schritt zurückzugehen, wenn die Umstände es sozusagen so verlangen, um sich halt zu erden oder halt sich vor zu viel Leid zu schützen. Also ich habe da wirklich nur noch im Bett rumgelegen und die ganze Zeit eigentlich ja nicht gelitten gehabt, aber ich kam einfach nicht mit die ich wurde einfach war einfach zu sensibel insgesamt und kam mit diesen ganzen Energien und diesen Giftstoffen nicht klar. Das ist einfach noch zu viel, weil ich einfach zu schnell fortgeschritten bin in diesem Weg. Ich habe mich zu sehr katapultiert, sage ich mal so, und das ist jetzt nicht Schlechtes dran. Es gibt kein zu schnell, sage ich mal. Es wird auch noch viel schneller gehen. Aber ich wollte auf jeden Fall halt die Erfahrung für mich machen und für mich halt selber einige Dinge rausfinden. Insgesamt ist es auch gar nicht so schnell. Also wie gesagt, ich finde es gar nicht schlimm, wenn man dann halt mal einen Schritt
zurückgeht oder so, aber ich habe halt gemerkt, mit Rohkost, also ich wollte mich extra vorbereiten, so mit Rohkostrezepten, dass das aber nicht funktioniert hat, sich dadurch zu erdigen insgesamt. Doch zu erden meine ich, nicht zu erdigen. Ja, aber wie gesagt, ist das halt nur zur Not, das habe ich jetzt innerhalb von, weiß ich, 3 oder 4 Monaten einmal gemacht oder so, und da habe ich dann auch keine Probleme mit. Und solange das dann basisch bleibt, dann fällt es mir auch gar nicht so schwer, dann wieder davon zu entgiften, sage ich mal. Wenn ich nicht gerade den Trockenfasten gemacht hätte, dann würde ich einfach 24 Stunden, vielleicht 36 Stunden Trockenfasten, dann ist halt wieder gegessen sozusagen. Eigentlich im umgekehrten Wege, also ihr wisst, was ich meine. Und dann hat sich die Sache. Mache ich jetzt aber nicht, weil jetzt ich immer noch in der Erholungsphase bin von einem Trockenfasten. Ja, also wie gesagt, also ich bin jetzt eigentlich schon weiter als die meisten Rohköster, die ich so sehe, vom Reinigungsweg. Und die sind sich halt nicht bewusst, dass das nur ein Reinigungsweg ist, in Anführungszeichen nur. Also das ist schon eine ziemlich große Sache, sage ich mal. Aber es ist im Prinzip ein Reinigungsweg und das geht auf vielen Ebenen. Und da spielt nicht nur Rohkost eine Rolle, sondern auch zum Beispiel Bewegung und Sport. Und Rohkost ist auch nicht gleich Frohkost, sondern wenn man Stärke in der Rohkost hat oder zu viel Mineralstoffe und so weiter, und wenn man zu viel isst oder Verdauungszeiten nicht einhält, falsch kombiniert, dann kann man sich sogar mehr beerdigen und den Körper mehr zurückfahren, sage ich mal, als jemand, der allgemein wenig isst, aber ein bisschen gekocht ist, oder halt wie ich, der dann einmal 3 Monaten oder einmal alle 4 Wochen oder sowas, um sich zu erden, was gekochtes isst. Also vom Geschmack her interessiert mich das eigentlich überhaupt nicht, und ich habe da seit dem Trockenfasten noch einen richtigen Ekel entwickelt, aber ich habe einfach keine andere Möglichkeit mehr gesehen, weil ich mich einfach doch zu sehr liebe, sage ich mal, als mich da rumliegen zu sehen, dass ich halt darum leide, weil ich noch nicht hinkriege, meine Umgebung so einzurichten, dass sie mit meinem Lebensstil konform geht. Also ich ziehe halt, wie gesagt, in ein paar Wochen um, ungefähr in 2 bis 3 Wochen, und da nehme ich dann auch keine Möbel mit und so weiter. Und auch WLAN spielt eine Rolle und diese ganze Strahlung. Ich habe da wirklich gemerkt, wenn ich, na egal, das erzähle ich nicht, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall gucke ich dann, ob ich da dann die Reinigungsstufe, die ich eigentlich gerne haben will, halten kann. Jetzt bin ich halt erstmal einen Schritt zurückgegangen, und solange ich meinen Sport machen kann, ist mir das auch unwichtig. Ich werde sowieso meine Ziele erreichen, da gibt es keine Frage, ohne jetzt Schicksal irgendwie herausfordern zu wollen, aber ich bin mir bei solchen Dingen einfach sicher. Aber ich laber schon ziemlich viel rum. Was könnte ich denn noch dazu sagen? Was habe ich sonst noch erfahren durch das Trockenfasten? Ach ja, genau. Es war ja insgesamt, waren das ja jetzt 9, 12 Tage Trockenfasten, periodisiert, beziehungsweise kaskadiert, also waren Kaskaden. Und das kann ich überhaupt nicht empfehlen, muss ich sagen, also zumindest nicht in der Form. Es waren halt erst 3 Tage, weil ich nicht länger geschafft habe, und dann wurde halt vorgeschlagen, dann genauso lange zu essen wieder und dann einen Tag länger zu machen, dann wieder genauso lange zu essen und so weiter. Und das kann man bis zu 11 Tagen ungefähr machen. Und ja, ich habe mich halt dran gehalten, weil ich halt immer auch noch so in meinem Kopf habe, was viele vielleicht in ihrem Kopf haben, dass irgendwie andere, die das schon gemacht haben, die wissen das natürlich besser, die wissen natürlich mehr, die haben ja mehr Erfahrung und so weiter. Aber ist im Prinzip überhaupt nicht so. Also ich habe gemerkt, dass das überhaupt, mir überhaupt nicht gut tut. Also auf jeden Fall schon ist es so, dass es sehr, sehr effizient war insgesamt, dass ich dadurch dann immer einen Tag länger machen konnte, wofür Leute eigentlich Jahre brauchen, um sich zu reinigen, bis sie überhaupt 5 Tage Trockenfasten machen können. Also es war sehr, sehr effizient, aber es geht noch effizienter, sage ich mal. Beziehungsweise ich habe da schon gelitten, das muss ich auf jeden Fall sagen. Also das meiste, also ich habe das Trockenfasten insgesamt sehr genossen, aber die, wo ich dann wieder gegessen habe, überhaupt nicht, weil das sind einfach nichts Gleichbleibendes, weil man musste sich vom Kopf her immer stark umgewöhnen. Man hat dann sich eingestellt auf 3 Tage Trockenfasten, also so lange Trockenfasten wie möglich, nichts zu trinken, überhaupt nichts zu essen. Dann isst man aber wieder und weiß, man ist aber noch nicht aus dem Fasten raus. Man muss jetzt
trotzdem das Ganze überstehen, obwohl man momentan überhaupt nicht entgiftet, weil man ja wieder isst. Und das Essen gefällt einem dann auch überhaupt nicht, und überhaupt zu essen, man macht das dann einfach nur, weil es sinnvoll ist. Und dann geht man mal wieder ins Trockenfasten rein, braucht dann wieder 3 Tage, also 2 bis 3 Tage, bis der Körper sich komplett umgestellt hat auf ketogenen Stoffwechsel. Währenddessen leidet man relativ. Und dann ist das die nächste Phase auch eigentlich schon wieder vorbei. Man isst wieder und weiß, dass man danach dann wieder diese 3 Tage hat, um sich umzustellen. Und auch umgekehrt, wenn das Trockenfasten zu Ende ist, dann dauert es auch wieder Tage, bis man sich umgestellt hat, und das ist totales Chaos und Wirrwarr, und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn ich nochmal sowas mache. Und ich denke mal, wenn ich in einem halben Jahr nochmal Trockenfasten werde, werde ich wahrscheinlich entweder wieder eine Kaskade machen, und wenn ich die Kaskade machen werde, dann werde ich aber in den Zwischenphasen nur Säfte trinken, dass ich überhaupt erst gar nicht zurückkomme, und zwar nur Gemüsesäfte, damit der Stoffwechsel überhaupt nicht diese Kalorien, sage ich mal, bekommt, und Wasser. Oder was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass ich einfach überhaupt nach gar keinem Label gehe, dass ich überhaupt nicht irgendwie jetzt unbedingt Trockenfasten machen muss, nur weil das irgendwie jemand wieder irgendjemand für am besten hält und so ein Quatsch. Also eigentlich mag ich diese Dogmen ja überhaupt nicht. Und was ich halt festgestellt habe, die 5 Tage, die waren recht gut dann durchzuhalten. Ich habe auch überhaupt keinen Durst gehabt währenddessen. Und dann hatte ich aber irgendwann Durst, weil halt verschiedene Stressfaktoren einfach zu groß wurden. Zum Beispiel auch, dass ich ein paar Kilometer einen 15-Kilo-Rucksack rumgeschleppt hatte, obwohl der Körper seit Wochen bis Monaten überhaupt kein Training gewohnt war und halt sehr geschwächt war im Trockenfasten. Und da habe ich dann halt schon gemerkt, ich habe dann Kopfschmerzen gekriegt und so weiter, das hatte ich auch erzählt. Und dann halt noch andere Stressfaktoren, dass halt die Familie total ausgerastet ist quasi, weil die es halt mitbekommen hat, dass ich Trockenfasten mache. Aber das war dann bei den 4 Tagen, und danach hatte ich ihn halt, ohne zu erzählen und ohne dass sie mitgekriegt haben, halt nochmal 5 Tage gemacht. Auf jeden Fall habe ich dann halt gemerkt nach den 5 Tagen, ja, jetzt wäre ganz gut, das zu brechen, obwohl ich auch weiter hätte machen können, aber habe ich einfach nicht für sinnvoll erachtet für mich. Da habe ich aber gemerkt, nach 100 Milliliter Wasser geht es mir schon so gut insgesamt, dass ich mir vorstellen kann, wenn ich halt mal demnächst trocken faste, also in einem halben Jahr vielleicht, dass ich das dann halt so lange mache, wie ich mich halt dabei gut fühle. Dann aber auch dann so 100, also wenn ich Durst habe, mir dann halt Wasser gönne, dann halt erstmal trinken und so erstmal langsam und wenig trinken. Und das hat mir schon so gut getan. Ich habe mich schon so gut dadurch gefühlt und entspannt gefühlt, dass das dann vielleicht wieder für einen Tag reicht und ich dann halt wieder ein paar Tage machen kann. Und wenn nicht, dann trinke ich halt mehr und mache halt insgesamt halt ein Fasten draus, aber es ist halt nicht ganz irgendwie vorgeschrieben. Also es ist halt schon so, dass es insgesamt länger dauert, wenn man was trinkt, aber vielleicht dauert es ja, wenn man es auf einer noch höheren oder anderen Ebene sieht, vielleicht doch nicht länger, weil es dauert dann zwar in dieser eigenen Ebene länger, aber insgesamt schafft man dann auch danach nochmal 5 Tage Trockenfasten oder sogar noch mehr Tage oder was weiß ich wie lange, ich habe es noch nicht ausprobiert, und kann dann insgesamt doch viel mehr Tage Trockenfasten sein, als wenn man halt diese Phasen hat, wo man isst zwischendurch. Also das kann ich mir beides vorstellen. Und das kann ich noch dazu sagen. Also ich werde auf keinen Fall mehr nach irgendwelchem Schemata gehen. Das ist mein Resümee daraus. Also es gibt halt gewisse Dinge, die ich sinnvoll finde, die ich halt selber auch bei mir jetzt erfahren habe, dass das sinnvoll ist, sich daran zu halten. Zum Beispiel, dass man nach dem Fastenbrechen auf jeden Fall nur Säfte trinken sollte. Am besten noch verdünnte Säfte. Ich habe bei der zweiten Kaskade, beim zweiten Trockenfastenkaskade, habe ich auch was gegessen gehabt direkt danach. Also es wurde halt ja empfohlen. Und ja, nach der Essenkaskade auch. Und es hat sich schon ein Apfel, also eine saftige Frucht, hat sich angefühlt wie ein Stein im Magen und wie im Darm. Das kam überhaupt nicht durch. Der Körper hat überhaupt keinen Stoffwechsel mehr. Quasi ist richtig auf Null gefahren und kann damit überhaupt nicht mehr viel anfangen. Und man sollte es dann nach dem Fastenbrechen auf keinen Fall machen, damit überfordert man den Körper einfach. Und man wird leiden einfach dadurch. Man verzögert diese ganze Regeneration. Man verzögert die nicht nur körperlich, man verzögert die auch geistig, weil man noch mehr Disziplin braucht, weil man halt dadurch noch mehr leidet und das auch noch durchstehen muss. Und da würde ich auf jeden Fall mich daran halten, genauso lange, wie man gefastet hat, beim Trockenfasten besonders, nur Säfte erstmal danach zu trinken. Beim Wasserfasten würde ich zumindest, ich sag mal, 2 Tage, 2 bis 3 Tage, Säfte trinken nur.
Ja, das kann ich dazu sagen. Bis dann. Ich hoffe, ihr habt da etwas rausziehen können.